Herzlich willkommen, Markus Termin, astrologisches Stundenbuch der 13. Dezember 2023. Wir haben den Schütze-Neumond. Heute Nacht, glaube ich, um 12:30 war der Schütze-Neumond. Hier ist schon das Horoskop, das zeigt, wann ich den Film mache. Übrigens für diejenigen, die sich hier beschweren, dass das irgendwie so unprofessionell einfach als Blatt in die Kamera gehalten ist. Genau so will ich das, weil ich glaube, das ist irgendwie intimer und dieses andere, den Bildschirm einteilen und dann den Kopf minimieren und diesen ganzen technischen Schnickschnack. Ich brauche den jetzt hier nicht. Okay, was man sehen kann ist, der Neumond hat, also Glückspunkt ist nichts Besonderes, weil Glückspunkt ist immer exakt am Aszendenten bei Neumond. Entsprechend bei Vollmond dann natürlich am Deszendenten. Aber wir sehen Mond, Sonne und Mars im Zeichen Schütze. Und Mars ist tatsächlich, und das sagt der Döber-Rainer ganz gut, der Raumeröffner. Ja, der macht den Raum groß. Oder sagen wir mal, er macht ihn nicht groß. Groß macht ihn Jupiter. Aber er eröffnet ihn. Und das macht er hier im Zeichen Schütze. Und jetzt stellt sich die Frage, wo steht bei euch Schütze? Wo ist das im Horoskop? Bei mir ist es 8. Haus und 9. Haus. Vor allem aber 9. Haus. Und das hat eben damit zu tun, dass mir in diesen Bereichen da der Raum geöffnet werden kann, vorausgesetzt, ich kämpfe mich durch. Ihr seht ja, jetzt habe ich gerade da mit so einem Ding zu tun und ich weiß auch, woher das kommt. Ich bin ja Widder-Aszendent, ich habe Chiron am Aszendenten und ich habe durch die Mars-Chiron-Verbindung, also mir ist schon klar, warum bzw. wie das hineinpasst in dieses ganze Ding. Und ja, also jetzt müsste aber mal bei euch geguckt werden, wo ist denn Schütze? Wo eröffnet sich dort ein Raum? Im 6. Haus, im praktischen Leben. Ja? Oder gar im 5. Haus, im Bereich der Kreativität. Geht es um das 4. Haus? Ja? Macht ihr irgendwas heimmäßig? Baut ihr irgendwie, gibt es da eine Erweiterung? Ja, fast hätte ich gesagt, kauft ihr euch eine Wärmepumpe. Die Dinger sind ja schrecklich laut, das ist ja kaum auszuhalten. Wenn man so durch die Neubaugebiete geht, denkt man, das gibt es ja gar nicht. Ja. Und ja, und dann, eben das ist das Ding, also die Raumeröffnung, ne, durch Mars im Schützen mit dem Thema Inspiration. Wie leicht das gelingt, hängt jetzt dann natürlich auch davon ab, wo euer persönlicher Mars steht. Ne? Gesetzt den Fall, ihr habt Mars in den Zwillingen, dann seid ihr in eine Mars-Opposition hineingekommen, da wird nichts eröffnet. Weil das ist dann die Opposition und das muss man erstmal aushalten und das ist anstrengend. Mars-Opposition sind eine der signifikantesten Dinge in der ganzen Astrologie. Also das ist ohne Zweifel immer eine anstrengende Zeit, insbesondere dann, wenn die Grade sehr direkt sind. Das ist ein direkter Astrologiebeweis. Für Kepler übrigens war es das. Kepler hat ja hier, also hat mit dem Tycho Brahe, hat er ja insbesondere die Marsbahn benutzt für seine drei Keplerschen Gesetze. Man kann übrigens nicht oft genug betonen, dass die Harmonielehre Keplers, die kosmische Harmonielehre Keplers, unwiderlegt ist. Also, dass eben der Kosmos nach einer göttlichen Harmonie funktionieren sollte. Die Wissenschaft hat sich gewandelt und hat keinen Sinn mehr für die Verbindung von Kunst und Wissenschaft, obwohl das eines Tages wird der Fall sein müssen, wenn wir diese dunklen Zeiten vorbei haben. Ja, wir leben in sehr dunklen Zeiten, wo viele Leute keine Vorstellung davon haben, was eine Seele ist. Und die Leute, die hier dieses Spiel mitmachen, das wollte ich euch noch zeigen, auch zu dem Neumond, weil es ein bisschen mit dem Thema Philosophie zu tun hat. Das ist das 12-Uhr-Horoskop. Man weiß nicht genau, irgendwann in den frühen Morgenstunden sind diese Guidestones, ja, jetzt muss man wieder wenige Worte wählen, hier harvesten, die Maschinen, die gerne rausschmeißen. Wir haben
Wir haben als Astrologen ein bisschen Narrenfreiheit, solange nicht zu viele Follower da sind, weil sie denken, dass wir sowieso nicht ernst genommen werden. Sie selber benutzen aber Astrologie, aber sie haben eben dafür gesorgt, dass das so ist. Also jetzt befinden wir uns in der Situation und deswegen zeige ich euch, dass das ist das, was wir Astrologen auch hauptsächlich machen. Nämlich guckt mal hier, Pluto war zur Zeit der Sprengung 6. Juni 2022 rückläufig und jetzt geht Pluto direkt über genau diese Position. Neptun war direktläufig und geht jetzt auch wieder direktläufig über diese Position. Also das ist was sehr Interessantes. Und ich wollte euch das mal zeigen, dass man sehen kann, wie sich die Dinge so anberaumen. Ich halte das für eines der wichtigsten Ereignisse in den letzten Jahren, diese Sprengung der Guidestones, weil uns das zeigt, und das ist eigentlich der Grund, warum ich da drauf gekommen bin, dass es zwei Parteien gibt, bedingt weltweit, aber eben vor allem in den USA. Die einen, das spricht ja auch der Musk ganz offen aus, das sind die Extinctionalisten, also diejenigen, die wirklich die Menschheit reduzieren wollen auf die 500.000 und oder 500 Millionen, glaube ich, ja, 500 Millionen. Und das sind, ja, da müsst ihr selber moralisch drüber urteilen, wie macht man sowas, ne? Wie kommt man denn zu solchen Ergebnissen? Und die anderen, das sind aber auch Scientisten und die wollen es nicht. Und die haben die Guidestones gesprengt. Und die Sprengung der Guidestones ist so ein typisches Beispiel eines Logenkrieges. Ja, wenn ihr da mal drauf geht und bei Wikipedia kann man nicht viel drin, und das Wesentliche steht da drin, in welchen Sprachen das da überall drauf geschrieben ist. Ne? Und die Leute glauben halt, es geht hier nicht um Magie und Zauberei, das sei irgendwie Klüngel aus dem Mittelalter. Aber das ist nur, weil die Leute eben einfältig gehalten werden. In Wirklichkeit geht es nur und ausschließlich darum. Und verschiedene Gruppen kämpfen miteinander. Warum ich das ausgerechnet heute erzähle, einerseits mit diesem Schütze-Neumond und andererseits auch deswegen, um euch einen zarten Hinweis zu geben, diejenigen, die es noch nicht gemerkt haben, muss nur aufpassen, YouTube, es wird gesprüht. Ihr erkennt es an diesen sinusförmigen Wellwolken und es wird massiv, massiv gearbeitet. Die Leute, die sich damit beschäftigen, und das ist inzwischen eine anwachsende Gemeinde auf der Welt, tauschen sich vor allem auf Twitter aus und tauschen Bilder aus und es ist völlig zweifellos, dass hier der ganze Himmel zugesprüht wird. Da sind alle Schranken gefallen mit den letzten 3 Jahren. Das war also, und deswegen sage ich das mit diesen Georgia Guidestones. Ja, ihr müsst euch vorstellen, dass eine Partei, die diese Dinge aufgestellt hat, und die sehen ja nicht umsonst aus wie Stonehenge, ja, oder sahen, jetzt sind sie ja weg. Ja. Also, das ist es. Und diejenigen, die das Zeugs aufgestellt haben, das sind auch diejenigen, die für dieses Zeugs verantwortlich sind, die das machen, die das betreiben. Und deren Biografie ist ganz, ganz einfach zu folgen. Sie können halt nur nicht auf einmal alles machen, weil dann würde man ihnen natürlich auf die Schliche kommen und würde sie, treiben ein sehr riskantes Spiel. Aber sie sind jetzt in einem Kampf drin zwischen zwei Gruppen. Und die eine Gruppe will das und die andere Gruppe hat davon keinen blassen Schimmer und will das nicht. Also das ist heute mein Take zum Schütze-Neumond. Ob ich morgen in der Verfassung bin, so etwas zu machen, das weiß ich nicht. Aber so klein lassen wir uns nicht machen. Edit noch immer jut je jangen, sagen die Kölner. Et het noch immer jut je jangen. So ähnlich. Bin ja in Köln geboren, ihr wisst das. Also, verzeiht mir mein Blub, ja, und bis morgen hoffentlich.